Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der Sonntag steht an, ja, leider nochmal getrennt. Ich hatte es ja schon gesagt in der anderen großen Prognose. Wird hoffentlich jetzt nicht mehr vorkommen. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Am Sonntagmittag treffen der 1. FC Köln und der SC Freiburg aufeinander. Köln hat sich unter der Woche über Freiburg sicherlich geärgert, zumindest über das Ergebnis, denn die Freiburger verloren gegen Hertha BSC, also mussten die Geißböcke ihre Hausaufgaben selbst erledigen und sie starteten auch sehr gut rein, Sebastian Andersson mit dem 1:0 für Köln. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel, Freiburg brauchte Zeit, um sich hier richtig reinzufinden im Rhein-Energie-Stadion. Jetzt mal Roland Salai am Ball. Guter Abschluss mit dem linken Fuß, aber Timo Horn ist zur Stelle. Sicherer Rückhalt macht es hier gut und wehrt den zum Eckball ab. Aus diesem Eckstoß resultierte nichts. 45 Minuten gespielt, 1:0 der Zwischenstand, weil Sebastian Andersson eben zuschlagen konnte in der 32. Minute. Köln machte weiterhin einen guten Job. Sie zeigten sich ja zuletzt auch formverbessert unter Friedhelm Funkel. Marius Wolf bekommt den Ball, braucht dann aber etwas zu lange, um abzuschließen. Der Schuss dann abgewehrt von Dominik Heinz, der hier reingrätscht und Schlimmeres für Florian Müller verhindern kann. Der SC Freiburg jetzt aber nochmal gefährlicher. Santa Maria, Roland Salai, 1:1. 70. Spielminute, Nackenschlag für die Gastgeber, relativ unnötig und schlecht verteidigt. Chichos ist einfach nicht dicht genug dran an Roland Salai. Aber Köln kam nochmal. Skiri, was für ein Pass zu Andre Duda. Erneute Führung, 78. Minute, das 2:1. Müller und Gulde haben das Nachsehen. Es war der entscheidende Treffer zum 2:1-Sieg des 1. FC Köln. Essentiell im Abstiegskampf und die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Sie leben weiter. Eintracht Frankfurt muss unbedingt die letzten Spiele gewinnen, um in die Champions League zu kommen. Der erste FSV Mainz 05, aber ein aktuell extrem unangenehmer Gegner. Mainz hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche, aber die letzten Punkte wollen dann noch eingefahren werden, um alles aus eigener Hand klarzumachen. Und sie hatten hier durch Unisivo eine Riesenmöglichkeit, tolle Glanzparade von Kevin Trapp. Frankfurt tat sich schwer, nicht mehr so richtig im Flow, seit die Entscheidung von Hütter feststand, auch wenn für die nächste Saison langsam Klarheit reinkommt. Krösche bald neuer Mann mit dabei, aber es war trotzdem nicht unbedingt das Spiel der Frankfurter im ersten Durchgang. Robin Zentner hier gegen Kamada im letzten Moment zur Stelle. 0:0 nach 45 Minuten ging schon so in Ordnung, aber Mainz war die etwas bessere Mannschaft und so auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Boetius, mit etwas Glück bleibt er im Ballbesitz. Barrero, Chor scheitert an Trapp, aber Burkhardt staubt ab und dann fällt er rein. Ja, Dominik Chor, von Frankfurt ausgeliehen, hier an seinem Teamkollegen Trapp scheitert er. Der Nachschuss von Burkhardt nicht leicht zu nehmen, aber er findet den Weg über die Linie. Und Frankfurt brauchte eine Weile, um sich hier wieder hineinzukämpfen. Schon in der 81. Spielminute gut vorgelegt von Silva per Kopf, dann Aufsetzer, aber Zentner ist da. Die Schlussphase wurde aber noch einmal heiß. Frankfurt wollte hier eigentlich ja sogar gewinnen. Ein Punkt schon fast zu wenig, aber das 1:1 müssten sie auch erstmal erzielen. Aber es wollte nicht mehr kommen. 86. Minute, André Silva noch einmal gegen Robin Zentner. Aber Zentner spielt zu 0 an diesem Sonntagnachmittag. Und so bringt Mainz das 1:0 über die Ziellinie. Damit ist der Klassenerhalt perfekt. Und Frankfurt muss um die Champions League so richtig zittern.
Hertha BSC gegen Bielefeld, ein richtiger Abstiegskracher, wenngleich die Hertha zuletzt ja überzeugen konnte nach der Quarantäne. 4 Punkte aus 2 Spielen, das möchten sie hier unterstreichen gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld. Mateusz Kunja behält Länge den Ball am Fuß, aber der Schuss von Piontek dann relativ ungefährlich. Aber das tat ihm gut, Krzysztof Piontek, der Pole mit dem 1:0 zuletzt beim 3:0 gegen Freiburg. Ganz wichtig für ihn persönlich. Aber Arminia Bielefeld auch zu jeder Zeit gefährlich und vor dem Tor in der 43. Minute dann auch erfolgreich. Andreas Vogelsammer da am zweiten Pfosten ziemlich vergessen. Kommt frei zum Abschluss. Pekarik kommt zu spät raus und kann den Abschluss nicht mehr vermeiden. 0:1, also das Ergebnis. Die Hertha wollte hier auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist ja eine relativ logische Ansage vor dem Spiel gewesen. Und in der 66. Minute konnte Mateusz Kunja dann auch auf 1:1 stellen. Das dürfte Paul Dardai ein paar beruhigende Momente beschert haben. Klar hatte man sich hier deutlich mehr vorgenommen, aber verlieren war ganz klar verboten und somit dieses Tor ganz wichtig. Ortega kommt raus, macht es eigentlich gut, aber ist chancenlos gegen Kunja. Dabei blieb es dann auch, denn danach verflachte die Partie mehr und mehr, keine großen Torchancen mehr mit diesem Ergebnis. Kann die Hertha deutlich besser leben und Bielefeld blickt ganz tief mal wieder nach unten. Jo, das sind die Sonntagsspiele gewesen, kurz und kompakt. Wenn euer Ergebnis nicht gekommen ist, das ihr euch gewünscht habt, tippt gerne dagegen in die Kommentare. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.